sehr schön. Nur oben, da sind schon ein paar Löcher zu sehen. Es fehlen schon Steine, es müssen neue schnell her. Ich sag zu einem Maurer, sieh, das ist doch nicht schwer. Gar keine Spur, sagt der Mann, da fangen wir gleich an. Drauf schaut er sich um, ganz genau und exakt. Was er mitgebracht hat, wird gleich ausgepackt. Er schaut rauf auf das Haus, so der Stein auf den Fleck. Dann nimmt er einen Stein, legt ihn gleich wieder weg. Dann sucht er eine Leiter, um hinauf dann zu gehen. Tragt sie 8 Schritte weiter, da schluckt es grad 10. Es ist Zeit jetzt zum Frühstück, zieht er Schnapsflaschen raus. Zieht an sich ein Pfeifen, die geht 15 Mal aus. Wie sie brennt, sagt er dann, jetzt fangen wir gleich an. Drauf nimmt eine Prise, sein Finger, der gelbe. Dann nimmt er einen Stein, ist es noch immer dasselbe. Gleich drauf muss er niesen, sofort unbedingt. Er legt den Stein wieder weg, weil er glaubt, er zerspringt. Dann sucht er ein Sacktuch, er hat leider keins. Da sag ich, das macht nichts, hier nehmen sie meins. Da fühlt er sich wohl wie ein Fisch in der Elbe. Dann nimmt er einen Stein, ist es noch immer dasselbe. Will rauf auf die Leiter, da schluckt es grad. Er legt den Stein wieder weg, seine Frau bringt das Essen, nach der Arbeit da schmeckt's, drum wird fleißig gegessen. Sie setzt sich zu ihm, er setzt sich zu ihr, er gibt es ein Rindfleisch mit Gurken und Bier. Dann liest er die Zeitung, sagt entrüstet zu ihr, schon wieder wird gestreikt, das wird arbeiten wie wir. Ganz leer ist die Schüssel, dann schlaft er ein bissel, dann schlagt die Uhr 2 und die Pause ist vorbei. Na schön, sagt er dann, jetzt fangen wir gleich an. Nun wird der Lehm umgerührt, der Weiche, der Gelbe, und dann nimmt er einen Stein, das ist immer dasselbe. Auf einmal da gespürt er die Gurken, das Bier, legt den Stein wieder weg, nimmt der Zeitungspapier. Denn der Stein, der ist weniger geeignet dafür, geht hin zu der Tür, auf der geschrieben steht hier. Gleich noch 3 kommt er raus aus dem kleinen Gewölbe, dann nimmt er einen Stein, das ist dann immer dasselbe. Darauf geht er wirklich ohne Rast, ohne Ruhe, ein Stein auf die Leiter, nur was sagen sie dazu? Die hat 20 Sprossen, alle weit auseinander. Er steigt unverdrossen, mit Stein in der Hand. Bei der 18. heute, die Uhr schlägt grad 4. Jetzt ist Feierabend und er steht noch hier. Was soll er jetzt machen, so nahe am Ziel? Er schwankt zwischen Arbeit und Pflichtgefühl. Das Pflichtgefühl siegt, drum benimmt er sich edel. Und los den Stein fallen und die Rechte am Scheren. Wie schimpft, sagt er dann, sagt der Bärs, lieber Mann, für heut machen wir Schluss, aber morgen fangen wir an.